Wer das Klarträumen lernen will, der muss auch lernen, die Realität zu hinterfragen. Aber diese sogenannten Reality-Checks, die man als Anfänger lernt, sind auch ein Riesenproblem und sie führen nicht unbedingt zur Klarheit. Reality-Checks sind sehr einfach erklärt. Man zählt zum Beispiel an seiner Hand, wie viele Finger man hat. Lass mal das mal tun. 5. Na, und dann ist das normal und man hat im Wachleben ja auch 5 Finger, aber im Traum könnte es passieren, man hat auf einmal 4 oder 6 Finger oder die Finger sind seltsam verzweigt und verkrüppelt. Anderer Reality-Check, man versucht durch die geschlossene Nase zu atmen. Im Wachleben funktioniert das nicht, im Traum manchmal schon. So, und das sind so die Tests, mit denen man feststellen will, dass man wirklich träumt oder dass man wach ist. Diese Technik. Mach einfach am Tag mehrere Reality-Checks, so 16 Stück, und du wirst dann irgendwann aus Routine auch im Traum diese Reality-Checks durchführen und dann hast du einen Klartraum, weil dann erkennst du ja, dass du nicht die normale Anzahl an Fingern und so weiter hast oder dass du, wenn du hochspringst, in der Luft liegen bleibst oder irgendwie alles etwas seltsam abläuft. Aber sind Reality-Checks wirklich so gut? Also sie werden wirklich jedem Anfänger eigentlich erklärt, weil es einfach so einfach ist. Es ist so eine anschauliche Erklärung, wie Klarträume funktionieren können. Und ich meine, es stützt ja auch auf Tolai, dem Klartraumpionier, der diese Technik entwickelt hat, mit dem kritischen Bewusstsein, die Realität zu hinterfragen und sich einfach zu fragen, träume ich oder bin ich wach? Und es ist okay, dass Anfänger diese Technik lernen, weil, wie gesagt, es sehr einfach zu erklären ist. Man braucht jetzt nicht so ewig zu erklären, wie ein Wild funktioniert. Man muss nicht unbedingt so tief auf das kritische Bewusstsein eingehen, aber es wäre schon besser, wenn man es tun würde, weil das kritische Bewusstsein ist eigentlich die Grundlage von Reality-Checks. Und ohne dieses funktionieren sie nicht. Das erklären auch schon die Anfänger-Guides, die man ja überall im Internet sehen kann. Deswegen erkläre ich jetzt auch nicht im Detail, wie Reality-Checks funktionieren. Fortgeschrittenen Klarträumern, Leuten, die schon Klarträume hatten oder die einfach die Reality-Checks schon kennen, denen empfehle ich nicht, Reality-Checks zu machen. Du kannst sie vergessen. Du kannst vergessen, was du darüber gelernt hast. So dieses, mach am Tag mehrere Reality-Checks. Und das ist wirklich ein großer Fehler, den viele Leute, die schon im Klarträumen länger dabei sind, machen. Sie sagen sich, oh, ich habe mal wieder Lust auf Klarträume, jetzt so nach ein paar Monaten oder Wochen ist es nicht mehr so viel mit den Klarträumen gewesen und dann sagen sie sich, okay, dann mache ich doch mal Reality-Checks, 6 bis 16 Stück, irgendeine bestimmte Anzahl, jedes Mal, wenn ich durch eine Tür gehe, jedes Mal, wenn ich stelle einfach mein Handy und es erinnert mich dann jede Stunde daran. Oder ich versuche das, mich selber dran zu erinnern, jede Stunde einfach so. Und das ist genau der Fehler. Reality-Checks einfach auf random Basis durchzuführen. Die Leute, also ich kann aus meiner Erfahrung sprechen, ich kann aus der Erfahrung in der Community sprechen, von dem, was ich so von anderen Leuten höre und Klarträumberichte lese. Reality-Checks führen meistens nicht zu Klarträumen. Was zum Klartraum führt, ist das kritische Bewusstsein. Und dieses kritische Bewusstsein braucht keine Reality-Checks. Und wenn du aber nur Reality-Checks machst, ohne besonders viel nachzudenken und sofort, wenn du in einer bestimmten Situation bist und fragst, ist das jetzt ein Traum, ich stehe hier im Wald oder so, ist das normal, dann machst du einfach einen Reality-Check, um die Frage schnell zu beantworten. Und so schnell, wie man die Frage beantwortet, so schnell ist das kritische Bewusstsein auch schon wieder weg. Weil die Antwort ist eigentlich von vornherein schon klar. Ja, ich bin natürlich wach, aber ich mache natürlich trotzdem den Check, damit ich das im Traum auch mache. So, also das Problem an den Reality-Checks ist einfach, dass sie zu trüb durchgeführt werden häufig, vor allem auch von Anfängern. So einfach, wie man es erklären kann, so schnell kann man es auch missverstehen, dass man einfach so eine Handlung durchführt. Aber Reality-Checks sind eigentlich keine Handlung, sondern es ist, wie gesagt, das kritische Bewusstsein, das im Geist abgeht. Man fragt sich wirklich, ob man gerade im Traum ist. Und diese Frage, normalerweise hat man den Eindruck, man ist nicht im Traum. Das ist ja so das Vorurteil von den meisten Menschen, von Nicht-Klarträumern, aber auch von vielen Klarträumern, dass man
man weiß ja schon, dass man wach ist. Und dieses Vorurteil muss man brechen. Und das Brechen zu lernen, darum geht es eigentlich beim kritischen Bewusstsein. Es geht nicht darum, eine bestimmte Handlung durchzuführen, eine bestimmte Häufigkeit dieser Handlung durchzuführen, sondern du musst üben, wirklich deinen Kopf zu benutzen. Weil wenn Reality-Checks einfach aus Routine geschehen, dann ist das eben kein kritisches Bewusstsein. Und das erklären natürlich auch viele YouTuber schon, die so richtig auf den Anfängergrundlagen erklären. Man sollte es nicht einfach nur aus Routine machen, man sollte richtig drüber nachdenken, ob es ein Traum sein könnte und erstmal auch die Indizien dafür betrachten, dass es wirklich ein Traum sein könnte. Aber aus meiner Sicht geht das noch weiter. Also das Problem von Reality-Checks ist nicht nur, dass sie routiniert durchgeführt werden, wenn man sie falsch versteht, und es geht dann recht schnell, dass man sie falsch versteht, sondern auch, dass sie demotivierend sind. Also es gibt sehr viele Leute, die nach ein paar Wochen oder Monaten, wie schon gesagt, wieder anfangen mit dem Klarträumen, denken, jetzt bin ich wieder richtig motiviert, jetzt mache ich was am Tag, was könnte ich machen? Wake back to bed, Hypnagogien anschauen, irgendwelche Pillen einwerfen, so Vitaminergänzungen oder so. Und natürlich Reality-Checks. Das ist so die Standardmethode, natürlich Traumtagebuch. Aber dann machen sie das und dann ist es halt gleich so ein richtiger Aufwand, weil vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, machen Reality-Checks keinen Spaß. Wenn du jetzt zu einer Ausnahme gehörst, wenn dir das Spaß macht, dann kannst du es natürlich tun. Es ist vielleicht auch genau deine Technik. Aber aus meiner Sicht ist es so, es gilt eigentlich immer im Leben, wenn man etwas tut, dann sollte es nicht nur Mittel zum Zweck sein, weil das demotiviert auf lange Sicht. Du kannst am Anfang, wenn du richtig motiviert bist, das Klarträumen neu für dich ist, dann ist es kein Problem, weil dann ist das eh alles neu, dann sind auch die Reality-Checks neu und dann machen die auch Spaß. Aber wenn du es schon alles kennst und es eigentlich nur eine Arbeit ist, dann demotiviert dich das nach einer Weile. Dann machst du es nach einer Woche spätestens nicht mehr so ausführlich wie am Anfang, meistens schon nach dem dritten Tag nicht mehr. Und diese Demotivation führt dann eigentlich dazu, dass du ganz aufhörst. Also viele Leute hören dann ganz auf, dann denken sie sich, okay, jetzt irgendwie kein Bock mehr. Dieses Gefühl, kein Bock, führt dann einfach dazu, dass sie sich rausschleichen aus dem Thema. Und man sollte wirklich Techniken durchführen, die einen motivieren oder die einfach Spaß machen und die schon, während man sie durchführt, etwas Schönes sind, etwas für einen bringen. Und da geht es bei kritischem Bewusstsein oder Gegenwärtigkeit im Augenblick, Traum-Yoga-Übungen, worüber ich später noch erzählen werde oder in einem anderen Video, geht das viel besser, weil das einfach in dem Moment, wo du es durchführst, schon ein Gewinn ist für dein Leben, auch wenn du jetzt nicht feststellst, dass du träumst. Das heißt, die Technik muss nicht diesen Erfolg irgendwann später haben, sondern die hat einfach den Erfolg schon, während du sie tust. Und der Erfolg später, der kann dann noch als Bonus dazukommen, eben der Klartraum. Wolken kommen. Es wird dunkel. Das Missverständnis bei Reality-Checks ist das, dass man glaubt, man muss sie durchführen, um klar zu werden. Aber eigentlich stehen sie gar nicht am Anfang der Klarwerdung, des Klarheitsprozesses, sondern am Ende. Wenn du im Traum bist, dann hast du dich gewundert. Also wenn du jetzt Klartraum hast, also beginnt, dann hast du dich gewundert, ob das gerade ein Traum sein könnte oder nicht. Und hast bereits dieses kritische Bewusstsein aktiviert. Und danach kommt erst der Reality-Check. Manchmal muss er auch gar nicht kommen, weil er ist auch nicht zwingend nötig. Aber wenn der dann kommt, dann machst du ihn eigentlich nur aus dem Grund, weil du dir noch nicht hundertprozentig sicher bist. Und bevor du dich aus dem Fenster verabschiedest, willst du vielleicht nochmal hundertprozentig sicher gehen, dass du nicht deinen letzten Flug hast, sondern dass es wirklich ein Traum ist. Und im Wachleben, wenn man Reality-Checks schon kennt, wann braucht man die jemals? Wenn ich im Wachleben mein kritisches Bewusstsein trainieren will, dann heißt es, dass ich trainiere, in Situationen, in denen ich trüb bin, klar zu werden, Situationen, die traumartig sind, mich zum Nachdenken bringen und mich zum Innehalten bringen und mich auf die Metaebene befördern. Eigentlich ist alles ein Reality-Check. Die Idee, dass ein Reality-Check eine bestimmte Handlung ist, wie zum Beispiel Finger zählen, Nase zu halten, hochspringen, das könnte man Katalog Reality-Checks nennen. Und diese Reality-Checks sind die schlechtesten, die es gibt. Sie sind auf einer Seite
die besten, weil sie relativ allgemein gültig sind, weil sie einfache Handlungen sind und weil sie relativ zuverlässig funktionieren im Gegensatz zum sich kneifen oder so. Aber sie sind auch die schlechtesten, gerade weil sie Katalog-Reality-Checks sind. Und wenn du irgendwas aus dem Katalog durcharbeitest, dann funktioniert es nicht richtig, weil es kein kritisches Bewusstsein mehr ist, sondern Routinehandlung. Wenn man die Realität hinterfragt, dann will man eigentlich nicht möglichst schnell eine Antwort finden, sondern man muss sich Zeit lassen. Man will die ganze Situation auf sich wirken lassen und dieses Gefühl, es könnte ein Traum sein, erstmal in sich hineinlassen und akzeptieren, bevor man auch nur zur Beantwortung schreitet. Wenn du erst einmal zu dem Punkt gekommen bist, dass du die Situation ein bisschen auf dich wirken gelassen hast, dass es ein Traum sein könnte, dann fallen dir von alleine irgendwann nach der Zeit all die Dinge auf, die dafür sprechen, dass du träumst und die dagegen sprechen. Und dann brauchst du keine separaten Reality-Checks mehr zu machen. Der Reality-Check besteht einfach nur darin, dass du die Situation als Ganze betrachtest und bewertest. Und nach einer Weile hast du die Sicherheit, ob du wach bist oder träumst. Und in seltenen Fällen hast du sie nicht. Und dann kannst du den Katalog RC machen. Ob die Physik funktioniert oder so. Da kann man ja auch kreativ sein und dann macht es auch mehr Spaß, als wenn man immer so dieses, ich muss das so und so oft am Tag machen, durchgeht. Ich habe schon darüber gesprochen, dass das kritische Bewusstsein eigentlich der Hauptpunkt ist, worum es geht. Und nicht die Reality-Checks. Und das werde ich in dem nächsten Video noch ausführen, wie man das kritische Bewusstsein durchführen kann, wie es besser ist. Und ich werde auch noch über Traumyoga sprechen, weil es ist ziemlich ähnlich. Und bis dahin noch eine kurze Zusammenfassung von dem Video. Reality-Checks werden den Anfängern immer erklärt, weil sie so einfach sind. Sie sind aber nicht sehr erfolgreich. Man hört von wenigen Leuten, dass sie einfach nur durch den RC aus Routine klar geworden wären. Eigentlich ist der Kernpunkt das kritische Bewusstsein. Reality-Checks führen auch zu Demotivierung über längere Zeit. Wenn sie keinen Spaß machen, was selten der Fall ist, weil es einfach nur so eine Routinetätigkeit ist und als Routinetätigkeit bringen sie am wenigsten. Aber auch kritisches Bewusstsein bringt als Routinetätigkeit sehr wenig. Darüber werde ich dann gleich mehr reden. Insofern viel Spaß und danke an alle Mitarbeiter dieses Videos.